Jüngerschaft, in Metsubojje, an dem Ort, der für sehr viele Menschen bereits der bedeutsamste, der wichtigste Ort der Welt geworden ist. Bevor ich euch das Herz des Hauses zeige, ganz kurz, wer sind wir, was ist Metsubojje und was soll dieses Haus? Mein Name ist Frank Möller, ich bin Deutscher, meine Frau Christina ist Kroatin. Ich habe im Alter von 24 Jahren ein sogenanntes Nahtoderlebnis gehabt, bei dem ich die Hölle gesehen habe, den Ort und den Platz, den ich mir mit meinem bis dahin schlecht geführten Leben vorbereitet hatte. Das hat meine Umkehr dann bewirkt, dass ich mich wirklich auf den Weg des lebendigen Glaubens zu Gott begeben habe. Meine Frau Christina hat es ein bisschen einfacher gehabt. Sie ist mit 18 Jahren nach Südamerika und hat die große Frage über den Sinn des Lebens in sich getragen, die Gott ihr dann auch beantwortet hat. Er hat sich ihr zu erkennen gegeben. Ja, und wir haben vor einigen Jahren eine Gemeinschaft gegründet, die sogenannte Skapulierbruderschaft. Die Bedingung zur Mitgliedschaft ist die Taufe und eben sich für den Glauben an Gott wirklich dafür zu entscheiden, zu sagen, ich will wirklich aktiv den Weg des Glaubens gehen mit der Hilfe der Mutter Gottes an ihrer Hand. Und hier im Metsubojje erscheint sie, erscheint Maria, seit 1981 einigen auserwählten Kindern. Also damals waren sie Kinder, jetzt sind sie erwachsene Kinder. Es leben auch nicht mal alle hier, aber die Mutter Gottes spricht durch sie. Sie bezeugen noch immer ihre Gegenwart, ihr Erscheinen und sie gibt Botschaften an die ganze Menschheit. Die Mutter Gottes hat einen Mund, die Mutter Gottes spricht. Das möchte ich ausdrücklich betonen. Und dieser Ort ist zu einem riesengroßen Gnadenort geworden. Über 2 Millionen Menschen kommen im Jahr hier hin, aus allen Schichten der Bevölkerung mit allen möglichen Problemen. Es kommen jugendliche Menschen, es kommen ältere Menschen. Beim letzten Jugendfestival beispielsweise 60.000 Jugendliche mindestens aus über 70 Ländern der Erde kommen hierher. Folgen ihrem Ruf und der Gottes wirkt hinein in die ganze Welt. Sie ruft und die große Gnade, das Charisma dieses Ortes durch ihre Gegenwart, durch die Gegenwart der Mutter Gottes, machen die Menschen, macht der Einzelne hier Gottes Erfahrung. Begegnung mit Gott durch das Gerät. Und das ist wirklich die wichtigste Erfahrung des menschlichen Lebens, die jeder machen muss. Das möchte ich heute ausdrücklich sagen. Du musst diese Erfahrung machen. Unbedingt. Es ist notwendig. Jeder Mensch braucht diese Erfahrung. Es reicht nicht zu sagen, ich habe hier einen Glauben. Ich höre von vielen Menschen oft so, wie bei uns in Deutschland, warum soll ich Wallfahrten gehen? Warum soll ich nach Metsubojje gehen? Ich kann auch hier beten. Ja, ich kann auch hier in die Kirche gehen. Im Übrigen, die Leute gehen da meistens gar nicht mehr in der Kirche, in die Kirche. Die Kirchen sind ja mittlerweile leer. Daran sehen wir ja auch, wie wichtig es ist, dass du dem Ruf Gottes folgst. Und da steckt eine ganz große göttliche Pädagogik dahinter, dass wir herausgeführt werden, wirklich aus unserem Alltagstrott mal ganz woanders hin, auch in eine ganz andere Umgebung hinein, ja, von unseren ganzen auch Gewohnheiten oder Einflüssen auch so weg.
Es hilft uns einfach, ja, dass wir uns besser Gott öffnen können. Und da sind wir auch an dem Punkt, was soll dieses Haus? Dieses Haus hat keine andere Bedeutung, als der Mutter Gottes in ihrer Sendung zu helfen, auch an diesem Ort eben wirklich diese Erfahrung mit Gott zu machen, diese Begegnung mit Gott, diese ganz persönliche Begegnung mit Gott, die jeden verändern wird. Ja, und bevor ich euch noch mehr erzähle, werde ich euch jetzt das Herz des Hauses zeigen. Folgt mir mal. Ja, hier vielleicht sofort ganz wichtig. Eine ganz, ganz wichtige Bibelstelle, die viele gerne weglassen, die aber ganz wichtig ist, aus der Offenbarung des Johannes. Wir haben sie hier reingeschnitzt in goldenen Buchstaben. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau. Dann erschien sie, dann in dem ganzen Chaos, hier auf Erden, in dem ganzen Wirrwarr, in der ganzen Not der Menschen, die über die Erde gehen. Und die Mutter Gottes kommt seit 2000 Jahren, ja, seitdem es die Kirche gibt, seitdem Jesus da war, kommt sie. Sie hat die Apostel schon begleitet, wissen wir. Der heilige Lukas hat als erstes eine Ikone der Mutter Gottes gemalt, ja. Er hat sie verehrt, wissen wir. Diese Ikone wird in Rom aufbewahrt, in Maria Maggiore. Der heilige Jakobus beispielsweise, also das war Lukas, Jakobus ist die Mutter Gottes erschienen, hat ihm gesagt, wo er einen Altar aufstellen soll, in Spanien, in Saragossa. Die Engel sind vom Himmel gekommen, haben eine Statue gebracht der Mutter Gottes vom Himmel. Die gibt es immer noch. Ja, und so können wir über jeden Apostel auch sagen, er hätte den Weg Jesu, hätte seinen Auftrag gar nicht verwirklichen können, gar nicht richtig durchhalten können ohne Maria. Ja, sie ist das von Gott aufgestellte Zeichen. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und die Mutter Gottes erscheint in der ganzen Welt. Die Mutter Gottes erscheint in all den Nöten der Menschen. Ja, sie kommt und sie warnt uns auch vor den verkehrten Wegen. Zum Beispiel Fatima, vor 100 Jahren ist sie erschienen. Ja, am Ende des Ersten Weltkrieges hat sie den Zweiten Weltkrieg angekündigt, wenn ihr euch nicht bessert, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr Gott nicht annehmt. Ja, das ist der Sinn unseres Lebens, Gott zu suchen, Gott zu finden, mit Gott zu leben, in Gott Erfüllung und ewiges Leben zu finden. Ja, das Heil zu finden. Und Maria hat uns das Heil gebracht, das Heil ist Jesus Christus. Und sie hat es uns gebracht. Wir gehen jetzt mal zu ihr. Warum steht Maria hier im Zentrum? Weil es notwendig ist, dass wir alle sie in den Blick nehmen, ja, damit unser Glaube wieder lebendig wird, wieder echt wird. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, hier, ja, blutig für uns gekreuzigt, da hat er uns dieses große Geschenk gemacht, das Maria heißt. Er hat uns eine Person gegeben, einer der Mensch war, einer von uns, Maria. Die hat er erwählt zu seiner Mutter. Ja? Und er hat uns zur Mutter gegeben am Kreuz. Er hat gesagt zu Maria, siehe da deinen Sohn. Siehe deinen Sohn. Ja? Sein Lieblingsjünger unter dem Kreuz. Und sein Lieblingsjünger, das ist jeder von uns. Ja? Und sie schaut uns an. Und er hat gesagt zu uns, sie.
das ist auch etwas absolut Notwendiges in unserem Leben. Und diese Bibelstelle ist ganz, ganz wichtig, ja, dass wir wirklich Maria anschauen, weil da passiert etwas. Ja, sie ist da, sie hat ein Herz für uns. Wenn manche sich so wehren und sagen, ja, ich brauche sie aber nicht, ja, dann muss man mal Jesus fragen, dann muss man mal ganz ehrlich sein. Jesus hat seine Mutter geliebt und verehrt. Jesus will, dass wir seine Mutter annehmen, ohne Wenn und Aber. Ja, er hat sich ihr 30 Jahre anvertraut, er hat von ihr empfangen das Leben. Ja, er hat von ihr gelernt und sie hat ihn begleitet bis unter dem Kreuz. Jesus hat nach seinem Tod, ist er nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden. Im Augenblick seiner Auferstehung hat er sein Antlitz im Grabtuch hinterlassen. Das sagt die heutige Wissenschaft auch, dass durch einen ganz hellen Blitz, durch eben diese Auferstehung, sein Antlitz hineingekommen ist. Und dann ist er ganz vielen vorherbestimmten Zeugen erschienen. Und auch nicht nur damals, sondern Jesus erscheint auch heute vielen. Und in dieser Gestalt, wie er hier dargestellt ist, ist er Schwester Faustina erschienen und er hat gewünscht, dass er so dargestellt werden sollte, dass man ein Bild von ihm anfertigt, ja, wo er wirklich so dargestellt ist, so möchte er unter uns sein, so möchte er verehrt werden. Er ist durch seine Bilder auch gegenwärtig. Und das ist ganz wichtig, das alles hilft uns wirklich in Kontakt zu kommen mit ihm. Und er hat sein Gewand geöffnet und aus seinem Inneren, aus seinem Herzen heraus kam das Licht als Zeichen der Fülle des Lebens, des göttlichen Lebens für uns, in das er uns hineinführen will, an dem er uns Anteil schenken will in alle Ewigkeit. Das soweit vielleicht erstmal dazu. Dann haben wir hier, wir haben hier auch zum Beispiel die heiligen Engel, man sieht hier viele Engel in der Kapelle. Hier hat man, also auch die Engel, die hier stehen, hat man, wie es auch so üblich war, aus Kirchen herausgeworfen. Die sind wieder renoviert worden und haben uns Herberge bekommen. Wir brauchen die Engel, wir wollen die Engel Gottes. Ja, die sind unsere Helfer auf dem Weg zu unserer himmlischen Heimat. Wir haben viele kostbare Reliquien hier. Wir haben hier zum Beispiel eine Reliquie vom Dornenbusch. Die habe ich selber mal mitgebracht aus dem Heiligen Land. Also am Fuß des Sinai, wo Gott sich Mose offenbart hat. Die anderen Reliquien, die wir hier haben, also so ziemlich alle sind von den Bischöfen, die diese Reliquien hatten, versiegelt worden, beglaubigt. Wir haben zum Beispiel hier eine Reliquie vom Heiligen Johannes dem Täufer, Vorläufer Christi. Und dann eine Reliquie hier vom Heiligen Kreuz, ein Splitter des Heiligen Kreuzes. Wir haben hier eine Reliquie von Papst Johannes Paul II., die hat Kardinal Civic uns geschenkt für das Zentrum der Skapulierbruderschaft. Dann haben wir noch andere Reliquien, zum Beispiel vom Heiligen Apostel Petrus, vom Heiligen Apostel Jakobus und von anderen großen Heiligen. Wir haben auch noch hinten in einer anderen Vitrine heilige Apostel und dann zum Beispiel Maria Magdalena, die große Zeugin, der Jesus als erstes erschien ist nach seiner Auferstehung. Wir haben dann auch Heilige wie den Heiligen Benedikt und viele andere, die auch für Jesus gelebt und gewirkt haben. Noch was Wichtiges hier unten in der Vitrine, da ist unser Bruderschaftsbuch. Da sind alle Mitglieder der Skapulierbruderschaft drin verzeichnet.
Wir haben hier in der Kapelle dargestellt, zum Beispiel auch in Bildern, dann ganz wichtige Etappen aus der Entwicklung mit dem Skapulier, zum Beispiel die erscheinende Dame, die Mutter Gottes das erste Mal das Skapulier übergeben hat, mit einer grandiosen Verheißung. Das Ganze hat sich dann weiterentwickelt in der Kirche, zum Beispiel hier auf der anderen Seite, hier rüber, da sehen wir dann zum Beispiel hier ein Bild, ein bisschen seltener, etwas ganz Vergessenes, fegfeuert das Ganze auch nicht irgendetwas herbei, philosophiertes von Menschen, das geht zurück auf eine Erscheinung, die ein Papst hatte, Papst Johannes der 22., den die Mutter Gottes gebeten hat, er soll das mit dem Skapulier endlich und die Karmeliten anerkennen. Sie hat ihm noch weitere Verheißungen gegeben zum Skapulier, für die, die es tragen, das Skapulier in der Hand und holt damit gerade eine arme Seele aus dem Fegfeuer. Dazu gibt es eine große Verheißung auch und es ist auch wichtig, dass das mal dargestellt wird, auch mit den armen Seelen wieder und auch mit jüngeren Menschen, die noch in dem Reinigungsort sind, die nicht ganz heilig gestorben sind, nicht direkt in den Himmel gehen können, sondern noch eben sozusagen befreit werden, gereinigt werden von aller Schuld und Sünde, um wirklich dieses reine Gewand zu empfangen. Ja, und gleichzeitig ist das auch ein schöner Ausdruck, dass man dort jünger wird und geht wieder jünger, frischer mit neuem, verklärten Leib dann in die Ewigkeit. Aber zum Beispiel dann auch noch ein Bild von Fatima, Sonnenbrüder, 30. Oktober, das ist Gottes auch mit dem heiligen Skapulier erschienen. Ja, und Schwester Lucia hat immer wieder auch im Laufe der Zeit gesagt, die Mutter Gottes wollte damit zeigen, alle sollen das Skapulier tragen. Das Skapulier ist das besondere Zeichen der Weihe an die Mutter Gottes, ist ihr Schutzkleid. Ja, und wir sollen das tragen und wir sollen es eigentlich wirklich ohne Wenn und Aber tragen. Warum dies, warum so, warum? Wir müssen manchmal aufhören so viel, sondern einfach auch gehorsam an die Dinge tun, die Gott von uns wünscht. Und am besten, wenn ich an dieser Stelle vielleicht zum Ende komme und euch einfach dann einlade, also ihr seid herzlich willkommen. Das Haus, die Kapelle hier ist geöffnet, also von Ostern bis Allerheiligen, jeden Tag jeder, der an diesen Ort kommen will, der Gott begegnen will, ist hier eingeladen. So ein Gebet oder auch an einem Vortrag teilzunehmen oder das Skapulier zu empfangen. Ja, ihr seid herzlich willkommen.